Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X4. In der letzten Runde habe ich ein bisschen was falsch gemacht gehabt, denn in unserer Schrottverarbeitungsstation hat ein bisschen was gefehlt. Und zwar, gehen wir mal kurz hin, wir hatten keinen Schrottverarbeiter, denn der Recycler ist zwar recht gut, aber wir müssen den Schrott natürlich erstmal zu Komponenten verarbeiten und das geht nicht ohne den Verarbeiter. Deswegen habe ich den kurz nachgekauft und hingebaut gehabt. Das zweite Problem ist, dass es zwar hier Wracks gibt, gerade wenn man sagt, hier wird ziemlich viel gekämpft, also gibt es hier ziemlich Wracks, die man abgraben können, aber die große Mehrzahl an Wracks, die quasi im Nebel drin ist, ja, die können wir gar nicht abbauen, denn das sind Schiffe der L- und XL-Klasse und die kleinen Manticore sind leider nur in der Lage, kleinere S- und M-Schiffe zu transportieren, wobei bei M bin ich mir auch gar nicht mal so sicher. Wir werden sehen, wir werden es auf jeden Fall sehen. Deswegen habe ich jetzt die langen Reisen nach da hinten auf, wo sind wir denn gerade, hierhin gemacht, zur Windfall 1, beziehungsweise werden wir da nicht lange bleiben, wir werden direkt weiterfliegen, um eine Fraktion aufzusuchen, durch die wir quasi in der Lage sind, einen sogenannten Teuter zu kaufen. Ein Schiff, das größere, das größere Wracks, bisschen sogar bis Stationen, klein machen kann. Und genau das ist das, was wir suchen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich zu dem Sektor gekommen bin. Hat wirklich ein bisschen gedauert, weil ich am Anfang nicht wusste, wo ich überhaupt hin musste. Aber was soll's? Kriegen wir alles hin. Das Gute ist, ich habe mir da so lange gebraucht, wie man schon gesehen hat. Ich habe wieder über 6 Millionen. Das heißt, dieses Ding müssten wir uns theoretisch zulegen können. Mit Hunger auf theoretisch. Wenn es nicht hundertprozentig Maximum alles aufgebaut ist, dann ist es mir egal. Hauptsache, wir sind in der Lage. Ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Seid ihr jetzt düsen? Fast den Beschleuniger gerammt. Dass wir auf jeden Fall was Gutes bekommen sollten. Erreiche Windfall 3, der Hort. Dankeschön. Kommen Sie schon. Machen Sie kein Problem daraus, Britzen. Sie sind der, der die Regeln gebrochen hat. Welche Regeln? Ich versuche hier meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Okay. Ein letztes Mal. Keine illegalen Waren. Was bedeutet illegal in dieser Gegend überhaupt? Sie nehmen sich einfach, was Sie wollen. Ach, hören Sie auf zu jammern. Wir nehmen uns nichts, was uns nicht schon gehört. Sie hätten gar nicht erst so weit kommen sollen. Sie haben keine Ahnung, wie wichtig das für mich ist. Es ist alles, was ich noch habe. Meine Familie ist am Verhungern. Natürlich weiß ich das, Sie Idiot. So wird das Geschäft geführt. Unser aller Leben ist nur ein Geschäft. Und Sie haben sich verrechnet. Und jetzt werfen Sie Ihre Ladung ab. Wissen Sie was? Nein. Diesmal nicht. Sturmflut, sind Sie da draußen? Wollen Sie kommen und helfen, ein paar Rechnungen zu begleichen? Gehört nicht zum Plan. Gehört nicht zum Plan. Der Boss wird dermaßen sauer sein. Besiegen einsam Haie. Kid. Okay. Lux. Oh, Moment, als auf keinem Auge. Ich bin dich auf keinem Auge. Okay, wir müssten jetzt was besiegen, so wie es ausschaut. Alles klar, greifen wir das Syndikat an, was soll's? Was soll's? Syndikat, das wird uns schon nicht so böse daher laufen. Haben wir denn momentan alle Waffen aktiv? Hier, bis auf die Raketenwaffen, die müssen nicht aktiv sein. Ah, Gott, oh Gott. Ja, wenn wir ein bisschen näher dran wären, wäre es natürlich schön. Aber die hauen natürlich mit der großen Geschwindigkeit ab. Da kommen wir gerade nicht so ganz hinterher. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich will die einsame Haie besiegen. Ich komme nicht hinterher. Ernsthaft? Da ist mir was abgebrochen. Oh Mann. Wir schaffen es nicht hinterher zu kommen, die Story zu machen. Willst du mich verkackeiern? Oh Gott. Oh Gott, halt. Nee, ich war sogar richtig. Ich war richtig. Ich komme echt nicht hinterher. Jungs. Hallo. Bitte. Wartet. Ich aktiviere bereits Reisemodus und alles drum dran.
Nein, lass nicht zu, dass drauf gehen. Junge. Reisemodus, komm schon. Komm schon. Und es ist aktiv, wunderbar, dankeschön. Wo bist du? Das ist es. Komm schon, letzte Chance. Hey Sie, das ist eine Syndikatangelegenheit. Bleiben Sie weg, sonst bereuen Sie es. Sir, ficken Sie sich. Einfach nur ficken Sie sich. Seeschwalbe, Schild, Baba killed. Komm schon, Syndikat, es gibt nichts. Komm schon. Ernsthaft? Kein einziger Treffer? Seeschwalb, Schee. Dann nach da unten schießen? Junge. Ich will einfach nur ihm jetzt helfen, das gibt's doch gar nicht. Ich bin nicht sonderlich beeindruckt. Du willst noch mehr? Jetzt da. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Schön. Los geht's. Jetzt wird's echt heikel. Das Syndikat, weg mit euch. Ich mag keine Syndikat-Leute. Überhaupt nicht sogar. Ich helfe dir bei ihm hier. Was sagen, ist da noch einer? Ach, da oben ist noch einer. Ja, bitte alles abfeuern. Ah, wo ist er denn? Das war ein dummer Zug. Ach, Ivo, das war klug, das weiß ich doch jetzt schon. Ja! Ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Diese Syndikatstypen werden niemals. Oh nein. Sie haben vielleicht Verstärkung angefordert. Los! Schnell durch das Tor, bevor sie uns verfolgen! Ich diskutiere dich, wohin geht's denn überhaupt? Stumpf wird Streicher? Yep! Zu euch wollten wir doch. Zu den Stumpfutsstreichern. Okay, sage mir wohin und ich folge dir. Okay, ich brauche. Hallo, Reisegeschwindigkeit? Moment, bin gleich da. Das heißt, ich muss mich auch durch den Sektor da draußen, da drüben dann durchkämpfen. Oh mein Gott. Okay, das heißt, wir haben uns da jetzt quasi mit dem Syndikat einen Feind gemacht, aber ich sage jetzt mal. Ja, was soll's. Ein Feind mehr oder weniger. Wenn früher später eh mit ziemlich vielen Krieg haben, also. Ist alles wunderbar. Wahrscheinlich bloß Probleme haben, unser Schiff hier rauszubekommen. Das könnte doch wirklich ein Problem werden, aber selbst das kriegen wir irgendwie. Hey, ich glaube, ich habe mich noch gar nicht richtig für Ihre Hilfe bedankt. Also, danke. Das eigene Leben zu riskieren, um ein anderes zu retten. So etwas sieht man heutzutage in Windfall nicht oft. Ach, du, gerne doch. Gerne doch. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist die richtige Art und Weise, dir zu helfen. Als irgendwelchen Syndikatleuten. Wenn es bloß, wollte ich gerade sagen, der Reisehandel wieder funktioniert. Das Problem, wenn man bloß mit dem großen Schiff unterwegs ist. Ich könnte jetzt auch den kleinen Jäger nehmen. Aber, nicht ganz. Nee, es gefällt mir nicht ganz. Dann bin ich doch lieber mit dem Großen hier unterwegs. So, ich möchte nichts angreifen. Ich musste etwas tun, wissen Sie? Das Syndikat lässt uns ausbluten. Können Sie das glauben? Wir dürfen nicht einmal unsere eigenen Agrarprodukte transportieren, nur damit sie einen winzigen Extra-Profit machen können. Ja, ich weiß, es war nicht die klügste Idee, diese Ladung zu schmuggeln. Aber es war die einzige Möglichkeit, den Kreislauf zu durchbrechen. Wir haben alles, was wir noch hatten, für diese Lieferung zusammengekratzt. Es wird auch den anderen Bewohnern helfen, wenn ich es verkaufe. Also tue ich etwas Gutes. Ja, dann passt's ja. Dann sage ich ja nicht nein dazu. So, ich schätze mal, wir müssen hier reinfliegen. Da vorne ist endlich das Tor nach Habgier. Sieht aus, als hätte uns niemand eingeholt. Festhalten und Vollgas geben, bis sie das nächste Dock erreicht haben. Sie wollen nicht im offenen Raum erwischt werden, wenn die Flut kommt. Alles klar, auch wenn dieses Bild gerade ein bisschen abgehackt von dir war. Schauen wir doch mal. Wir versuchen hinterher zu kommen. Und, komm. Ich bin am Ereignishorizont. Mayday! Schiff beschenkt in Ewigkeit unterwegs zu Wellenbrecher. Schwere Antriebsschaden. Brauche Ingenieure für Reparaturen.
negativ beschenkt in Ewigkeit. Die Flut kommt. Könnte ein freiwilliges Rettungsteam auftreiben. Wie viele Insassen? Nur ich. Negativ für die Rettungsmission. Ich werde das schon hinkriegen. Melden Sie sich wieder, falls Sie Ihre Meinung ändern. Viel Glück. Ich kann diesem Typ nicht helfen. Wir müssen diese Ressourcen in Sicherheit bringen. Mit der Flut im Nacken ist einfach keine Zeit. Irgendwelche Ingenieure da draußen? Bitte eilen Sie zu meinem Standort. Schiff benötigt Reparaturen. Bitte sofort melden. Okay, ich soll denen helfen? Ich bin leicht verwirrt. Bin ich überhaupt gerade? Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner und Reisende. Dies ist Wellenbrecher. Die Station, die in einen Asteroiden gebaut wurde, der so massiv ist, dass er selbst der stärksten aller Fluten standhält. Wenn Sie nicht bereits in einem unserer sicheren Häfen untergebracht sind oder sich auf dem Weg aus dem System befinden, raten wir Ihnen jetzt dringend, Ihren Reiseantrieb zu aktivieren und in sichere Gefilde zu eilen. Das war's vorerst. Sicheren Flug. Bitte was? Ein Ingenieur! Wundervoll! Schnell! Machen Sie einen Außenbordeinsatz und versuchen Sie, das Triebwerk zu reparieren. Ich versuche von hier aus etwas mit der Antriebssteuerung zu reparieren. Okay, reparieren Sie den Mark 1 Antrieb, das können wir gleich machen. Boosten bitte. Muss so nah ran, wie es geht, weil sonst macht es nämlich gar keinen Sinn. Und ich weiß nicht, was die Flut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber es klingt zumindest jetzt mal nicht so gut. Sodle. Bremsen sind drinnen. Du bist auch drinnen. Wir sagen, wir gehen raus hier. Wunderbar. Schiff, du bleibst ja da, wo du bist. Sonst kriege ich nämlich Krise mit dir. Hallo. Hi. Deine Aufgabe ist es bitte? Alles löschen. Du bleibst genau hier stehen. Du machst nichts. Ich habe gesagt, du machst nichts. Weiter. Position halten. Dankeschön, Sörle. Dann einmal Raumanzug benutzen. Und raus geht's mit uns. Ja, Gas geben. Ah, Oberfläche zum Abbouncen, okay. Ja, schaut echt nicht gut bei dir aus, Junge. Überhaupt nicht sogar. Mehr Gas geben. Da müssen wir mal gucken. Reparaturstravastu, okay. Nochmal ein bisschen Gas geben, mal gucken. Danke fürs Gespräch und tschüss. Oh nein. Nein, 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 nein. Etwas ist kaputt gegangen. Warnung. Ausfall des Triebwerks. Schiff evakuieren, um Verlust von Leben zu vermeiden. Nein, wir können es noch schaffen. Ich habe etwas herausgefunden. Defekte Kabel stören die Antriebssteuerung. Sie können einige davon mit Ihrem Raumanzug erreichen und reparieren. Bitte beeilen Sie sich. Wo denn? Willst du mich verkackeiern? Ernsthaft, willst du mich verkackeiern? Ah! Okay. Schauen wir doch mal, wo diese Kabel jetzt sind. Meine Güte. Will ich gerade was komplett anderes machen? Eigentlich was komplett anderes? Ist ja nicht so. Dann spätestens werde ich nachher auslöschen. So. Abbremsen. Großartig! Das wirft ein Licht auf die anderen Probleme. Reparieren Sie weiter. Ich versuche von hier aus einen Weg zu finden, das in Ordnung zu bringen.
Ja, es wäre schön, wenn du auch hier draußen wärst. Systeme kritisch. Zerstörerisches, stellares Ereignis steht bevor. Sofort evakuieren. Gefahr. Energieversorgung kritisch. Sofort evakuieren. Wo ist denn der Rest da oben? Okay. Gefahr. Ausfall des Lebenserhaltungssystems. Sofort evakuieren. Gefahr. Energieversorgung kritisch. Reparieren Sie weiter! Ich versuche von hier aus einen Weg zu finden, das in Ordnung zu bringen. Er ist dabei zu versagen. Es gab eine Gefahrenwarnung. In Ordnung. Sieht aus, als müsste ich meine Verluste begrenzen. Ich werde auf Ihr Schiff evakuieren. Was? Bitte holen Sie mich. Bitte was? Warum soll ich ihn jetzt holen? Nein, vergiss es. Vergiss es. Keine Zeit dafür. Ich muss jetzt erstmal weg. Ich hab keine Zeit für so einen Schwachsinn. Bitte holen. Nimm auf. Gott im Himmel, wo bist du denn, Junge? Ist ein Glück, dass ich so lange hier quasi atmen kann. Wie, ich geh jetzt drauf wegen dir. Dann wäre ich sauer. Sie tragen einen Raumanzug. Hatten Sie nicht irgendwo hier ein richtiges Schiff? Ums Eck rum, Junge, ums Eck rum. Jetzt mach mal kein Ding hier. Ich schnapp dich einfach so mit. Raumanzug. Ja, immer diese Sonderbehandlung. Schlimm. Dann gib mal halt Gas, dann holen wir dich mit dem großen Schiffle ab, meine Güte. Sie tragen einen Raumanzug. Hatten Sie nicht irgendwo hier ein richtiges Schiff? Gib Ruhe. Gib sowas von Ruhe. Meine Güte. Das war froh, dass ich überhaupt stehen geblieben bin für ihn, aber nein. Immer nur am Rummeckern, der Mann. Immer nur am Rummeckern. So, wo ist's denn? Ah, hier. So, ein bisschen dagegen gerauscht. Wo ist mein Zuhause? Da hinten? Ah, verstehe. So, dankeschön. Ja, ich habe ein richtiges Schiff. Ich komme auch ums Eck rum. Lass mich Hallo. Das mal machen. Dankeschön. Los geht's, ums Eck rum, Gas geben. So, Kollege. Du wolltest ein richtiges Schiff, du kriegst ein richtiges Schiff. Hier, bitte. Da ist kein Platz mehr für weitere Passagiere an Bord Ihres Schiffs. Schnell, setzen Sie einige ab und kommen Sie zurück. Willst du mich verkackeien? Für dich muss ich jetzt einen absetzen. Ah, du machst mich fertig, weißt du das eigentlich? Okay, wen haben wir denn hier? Ein Marine, dich hier. So, kann man dich irgendwie absetzen. Das Arbeiten für mich, du gehst zu... Zu dem hier hin. Solle. Jetzt muss ich einen Platz frei haben. Jetzt habe ich. Wunderbar. Wo bist du? Raumanzug. Sördle, komm her. Nähere mich Ihrem Schiff. Beeil dich bitte. Ich habe eigentlich was komplett anderes vorgehabt, als dir zu helfen hier. Ich komme dir sogar entgegengeschwebt. Schmeiß mir im Sinn an. Zum Glück habe ich den Antrieb nur überhaupt noch.
Ach, den Himmel, rein mit dir. Komm, put. Er bitte Andockerlaubnis. Schnell, wir müssen der drohenden Flut entkommen. Setzen wir Kurs auf Wellenbrecher. Die Station wurde gebaut, um diesem Ereignis standzuhalten. Ich habe da auch eine Bekannte, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Mhm. Adames Men. Okay. Moment. Autopilot eingeschaltet. Ist aktiviert. Einmal umdrehen. Okay, das heißt, gleich wird irgendwas Böses passieren. Es wäre so cool, wenn das Schiff... wie soll ich sagen? Wellenbrecher. Okay. Hallo, Wellenbrecher. Wellenbrecher. Autopilot ausgeschaltet. Also, es ist aktiv. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Komm. Und ich glaube, ich sag noch nebenbei kurz abspeichern, weil ich habe so ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache, aber wirklich ungutes Gefühl. Ist aber mit einem relativ großen Schiffle da. Also, ich hoffe, sie können, da kann ich andocken damit. Und ich bin nicht schon, ja, etwas zu groß für die Art von Geschichte. Ja, ein bisschen unschön. Die ist wirklich massivst unschön. Na komm. Jetzt muss es leben immer noch aus, so wie es ausschaut. 3, 2, 1. Hat es abgebrochen? Ja, er hat es abgebrochen. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwas läuft hier ganz, ganz falsch. Na komm schon. Hab meinen Knopf schon auf den Andock-Button drauf. Und Notfallbremse ist auch schon aktiv. Also, kann man gleich aktiv machen, so muss ich herum sagen. Ist aktiviert, es passt. Ah, guck, da oben sieht man Mantis. Wie er gerade quasi ein bisschen was an Würfeln wegmacht. Ja, das hat doch was, das hat doch was. Andock-Erlaubnis erteilt. Wunderbar. Dann sagt man noch mit Zinser entlang fliegen. Anscheinend haben wir doch noch ein bisschen mehr Zeit. Ah ja, und so kriegen wir noch ein bisschen mehr Kohle zusammen, sage ich auch nicht nein dazu. Die Frage ist, muss ich gerade stehen oder nicht? Und die nächste Frage ist, egal was es gerade mit der Flut kommt, überstehe ich das? Ich hoffe mal ja. So, komm, einmal dahin parken. Erfolgreich angedockt. Mhm. Ach, Wellenbrecher. Du Fest für meine müden Augen. Beschützer der Menschen. Heimat des Profits. Mrs. Teladi. Meine Freundin, ich habe es geschafft. Das sehe ich. Aber wo ist Ihr Schiff? Ein beklagenswertes Opfer der Flut. Ich verstehe. Ein unglücklicher Verlust. In der Tat. Sie brauchen also ein neues. Wie viel können Sie mir anzahlen? Sagen wir, Sie bekommen einen Anteil an den ersten Gewinnen. Sicher. Sie können diesen Erwerb tätigen. Ich weiß, dass Sie keine Almosen annehmen. Ich habe etwas Günstiges für Sie. Aber der Erwerb erfordert ein wenig praktische Arbeit. Eine Schrottplatzbergung? Ja, eins von denen. Wie Sie wissen, bin ich ein unerfahrener Pilot. Ich werde es wahrscheinlich nicht ohne größere Schäden da herausbekommen. Ist Ihr Freund hier drüben ein besserer Pilot? Er ist das ganz sicher. Hat mich in meinem Raumanzug da aufgesammelt und uns beide da rausgebracht. Brillant. Dann wäre das ja geklärt. Ich werde auf meinem Schiff sein. Sie finden mich dort, sobald Sie für ein Bergungsabenteuer bereit sind. Vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe. Bitte was? Der Schrottplatz? Der Schrottplatz ist für wahr ein trostloser Anblick. Es ist ein Ort, an dem das Syndikat nach Sammeltouren abgewrackte Schiffe entsorgt. Aber von ihrem Schrottplatz zu stehlen, ist eine Art Rache. Viel Glück auf ihrer Reise. Danke schön, glaube ich zumindest. Ich bin leicht verwirrt. Ich bin sowas von leicht verwirrt. Es sieht cool aus, aber trotzdem bin ich leicht verwirrt. Okay, zu irgendwelchen Containern soll ich jetzt hinlaufen. Ah, jetzt klar, ist klar. Sollten wir mitkommen.
Einfach Andurchbruch. Ich glaube, du warst, beziehungsweise, halt, Moment. Ja, was weiß. Ist es der, was? Da kommt was Großes raus. STU Raidite Container, bist du hier? Ich glaube, eventuell? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Ich glaube, ja. Nee, du bist nicht da. Ach doch, ich bin bloß zu doof, die Leiter zu finden. Okay, alles klar. Hi. Bereit zum Stöbern? Bin bereit. Wunderbar. Aber was ist mit meinem Schiff? Bereiche System, Windfall. Das da sieht passend aus. Ich werde sie so nah wie möglich absetzen. Viel Glück von dort an. Sobald sie drin sind, gehen sie zum Pilotensitz und fliegen sofort los. Oder noch besser, laden sie den Reiseantrieb. Sobald die Lasertürme erkennen, dass dieses Schiff wieder online ist, werden sie mit ziemlicher Sicherheit versuchen, sie abzuschießen. Was für eins von denen? Ich sehe eine Station, aber ich sehe kein Schiff. Hä? Okay, warte, Moment. Raleigh, Container. Raumanzug. Hüppede. Um das Schiff zu beanspruchen, finden und scannen Sie ein Signalleck mit Ihrem Raumanzugscanner. Sobald Sie das getan haben, werden Sie andocken können. Ja, nicht wenn ich quasi direkt reinglitschen alles. Okay, ui. Allerdings fanden sie nie heraus, wie man die Geschütztürme daran anschließen kann, ohne sie wegzusprengen. So, dass es seit ein oder zwei Ewigkeiten hier im Bau ist. Hab gehört, der derzeitige Bewohner ist ein ziemlich unfreundlicher Kerl. Also, bleiben Sie besser weg. Worauf warten Sie noch? Wir sind hier. Achso, ich hätte die ganze Zeit warten sollen. Egal, was soll's. Wenn mir noch was anderes ist, kann ich es natürlich auch gerne nehmen, aber... Ja, na gut, was soll's. Eden, Angreifer. Signalquelle, Hallöchen aber auch. Sille. Abbremsen. Au. So wie zu dem Thema, wo ich den Knopf fürs Abbremsen drücke. Okay, ich war immer noch im Sinsau unterwegs. Das erklärt gerade so einiges. Laserturm Mark 2. Okay, du hier. Eden, Angreifer. Rein da. Ich hasse diese Außenbereiche. Gebe ich ganz offen zu. Ich hasse es. Ich aber auch. Du bist großzügig gebaut. Der erste Laserturm ging gerade online. Schnell raus da, bevor die sie in die Luft jagen. Ja. Sprungtor, Habgier. Alles gut. Auf zu Habgier. Bevor ich noch bemerkt werde. Viel Glück, Pilot. Passt. Jetzt sind wir hier bei der Station. War nett, Sie kennenzulernen. Ist nicht hier. Wo sind wir denn? Wir sind da hinten gewesen, okay. Der Erlkönig. Das kann man übernehmen. Okay, das kann man übernehmen. Information über den Erlkönig. Der Captain ist da. Da ist ein bisschen was dabei. Okay. Datentresor haben wir hier noch. Plündertruppen gibt's hier. Wir sind in den Sektor reingekommen, danach konnten wir gerade nichts machen. VEG, sichere Verwahrung. Stimmt, da können wir noch was machen. Forschung wird abgenommen. Forschung können wir weitermachen mit Teleports und es passt soweit. Also um den kostenlos zu bekommen wäre natürlich auch was, aber ich bezahle natürlich auch gerne. Was haben wir denn überhaupt genau für ein Schiffchen hier, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue? Das sieht schon gar nicht mal so unschnieke aus. Und, wie man sieht, wenn ich das normal einnehme und nicht übernehmen lasse, sind auch die Sachen nicht kaputt. Darauf hat mich auch einer...
Hühnchen im Bauch, hat mich einer meiner, einer der YouTube-Kommentare darauf aufmerksam gemacht. Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt nicht weiß. Ein Dankeschön geht auf jeden Fall noch raus an den Kommentar. In Zukunft, wenn ich irgendwas einnehme, was nicht gerade besetzt ist, werden wir auf jeden Fall selber die ganze Sache machen. Aber allgemein können wir mal Interkommandos machen. Das wär's. Gegen dieses Großkampfschiff einfach mal so einnehmen. Ja, da sage ich nicht nein dazu. Da sage ich nicht nein dazu. Und du bist ziemlich langsam unterwegs, muss ich sagen. Zack. Information, die Morgenmesser. Argonische Föderation. Ah, argonische Transporter, also, okay. Ja, die kann er haben. Ich brauche nichts Argonisches. Wir nehmen nur terranische Sachen an. Deswegen wird es auch später den großen Bruderkrieg geben gegen die Argonen. So, erreiche System. Habgier. Danke dafür. Weiter geht's. Manticore. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen den dahinter. Leerer Raum. Ja. Entschuldigung dafür. Uiui. Ah, muss ich gerade ein bisschen niesen. Ich würde eigentlich die Station dahinter haben. Manticore. Nein. Leerer Raum. Nein, ich möchte. Ernsthaft. Wellenbrecher. Oder muss ich einfach nur zum leeren Raum fliegen? Das könnte ich auch sein. Dies muss aus sein. Einfach nur nein fliegen und gut ist. Sage ich nicht nein dazu. Ich hoffe, die Eruption kommt jetzt nicht nochmal. Das wäre jetzt echt unschön. Das wäre jeden Tag mega unschön sogar. Den würde ich sofort verkaufen, den Transporter. So was das ist. Na. Ah. Oh! Hallöchen, aber auch du bist jetzt ein Frack geworden, aber sowas von. Da ist mein Schifflein, da ist mein Schifflein. Wunderbar. So, ich bin da. Soll ich ihn andocken? Okay, das macht nichts. Dann kann man sagen, da bitte hin drauf teleportieren. Kann man nicht akzeptieren. Schiff transferieren. Wunderbar, hier. Du kriegst das Schiff, das passt schon. Wunderbar. Herzlichen Dank. Und verschwinde. Jetzt habe ich schon einen Schrottplatz bergen. Okay, jetzt haben wir schon was geborgen. Wir hoffen, dass wir vielleicht noch mehr finden, was wir bergen könnten. Dann müssen wir nachher gleich mal hinfliegen noch. Aber wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. Schrottverarbeitungsfabrik. Wendbrecher. Die kann man nichts kaufen. Irgendwo hier müssen noch ein paar Sachen geben. Irgendwo gibt es noch ein paar Sachen. Ressourcensonde, wir bekommen ein bisschen Geld dafür. Das rentiert sich überhaupt gar nicht. Aber sowas von gar nicht. Der Rumschiffeln hat Terraner dich hier. Hm. Okay, meine Gutste. Lass mich mal dahin. Wir werden. Oh Gott im Himmel. Ich würde sagen. Aber bitte einen Scan starten. Wunderbar. Unbekanntes Objekt, unbekanntes Objekt, unbekanntes Objekt. Anscheinend nur Objekte, aber sonst nichts weiter. Okay. Dann werden wir tiefer in den Sektor reinfliegen. In der Hoffnung, dass wir dann vielleicht eine Station oder irgendwas finden. Das wäre jetzt echt gar nicht mal so das Schlechteste auf der Welt. Weil irgendwo muss es hier was geben. Wir müssen natürlich auch den Weg zurückfliegen. Dann können wir auch gucken, ob wir da was klauen können. Aber... Wobei... Wisst ihr was? Was soll's? Was soll's an der Stelle? Wir gucken, was klauen können. Ich mache kurz eine Abspeicherung. Falls nicht, sehen wir uns nämlich gleich hier quasi wieder, ohne dass irgendwas passiert ist. Okay. Ich habe es gerade probiert gehabt, könnte ein bisschen zu Schwierigkeiten führen. Ein bisschen arg sogar. Das System wird aktiviert. Wo müssen wir hin? Ich sehe es gerade echt nicht.
Ah, dahinter, okay. Wir werden erstmal weiterfliegen. Den Erlkönig werden wir uns schon noch irgendwie schnappen. Aber alleine... Sagen wir es mal so, es wird ein bisschen unschön werden. Und für unschön habe ich jetzt gerade keine Zeit und definitiv noch nicht das Geld dazu. Aber sowas von gar nicht. Außerdem brauche ich noch mehr Leute, habe ich festgestellt. Denn mein Schiff momentan hat, glaube ich, nur 40 Leute zum Entern. Das ist ein bisschen wenig, habe ich festgestellt. Superhighway, unbekannter Sektor. Wunderbar, genau dich möchten wir haben. Unbekannter Sektor, da möchten wir hin. Um unser Ziel endlich zu erreichen, um quasi unsere Geldmaschinerie noch größer zu machen. Wobei ich sagen muss, wir brauchen nicht nur die Toyota, sondern auch noch ein größeres Handelsschiff, das quasi unsere Recyclinganlage mit, sagt es mir, mit Solarzellen versorgt. Denn wir haben eine große Fabrik dafür, aber ja, der Transport momentan mit nur einem einzigen Schiff ist noch ein bisschen schwach an der Brust. Bin doch auf ein bisschen schwach. Erreiche Habgier 1. Hallo Habgier 1. Du wirst gescannt von mir. Super. Manche super. Seeschwalbe. Verteidiger. Und sonst nichts, so wie es ausschaut. Okay, okay. Passt soweit. Wir haben gescannt und nichts gefunden. Ihr wisst mich verkackeiern. Ist ja auch ganz klar, dass es da vor mir was ist. Das muss etwas sein am Reisen. Das heißt, wir sind zu weit weg für unseren Sensor. Muss wahrscheinlich irgendwo in dem Bereich sein. Macht nichts. Es kann auch gut sein, dass hier quasi diese ganzen Sonneneruptionen... so ein bisschen Wurmbewegungen gezogen. So ein kleines bisschen für Probleme. Muss man glauben. Also muss es aktiv, das passt soweit. Mission und Gedöns, militärische Ziele. Ja, die drei Schiffe werden wir nicht so schnell kaputt bekommen. Gaia, Angriff, Barbarossa. Manticore, Barbariden, Laserturm, Laserturm, Barbarossa, Laserturm, Mark, Barbar, Verteidigungsplattform der Sturmflutstreicher. Ah, okay. Gut zu wissen, dass es schon mal hier ist. Aber warum wurde es mir... Ah, jetzt wird es mir angezeigt. Na, danke auch fürs Gespräch. Was bist du? Laserturm, Mark, Laserturm, Laserturm, Gaia, Laserturm, Sonnenkraftwerk. Ein Sonnenkraftwerk, ernsthaft? Okay. Sottle. Was ist schon irgendwas in der Region? Der Sektor ist ja ziemlich groß und ich kann nichts anpingen. Willst du mich verkackeiern? Okay. Der gesamte Sektor schaut einfach nicht gut genug für uns aus, so wie es ausschaut. So, was ist denn? Ist da hinten noch eine Station? Eventuell ja. Ja, probieren wir es aus. Was soll's. Und der Stein hinten schaut auch ein bisschen komisch aus, quasi. Das da hier. Egal. Wir fliegen einfach mal in die Richtung. Wir könnten auch sagen, hey, wir haben doch bestimmt... Okay. Ah, okay. Er zeigt mir direkt, wo ich hin kann. Schrottverarbeitung. Das war es doch eine Schrottverarbeitung. Okay. Ach, genau dann. Seeschwalbe. Sonnenkraftwerk. Ich sehe gerade noch mehr. Da ist auch noch was. Okay, zwei verschiedene Sachen. Andockbucht. Zuerst mal die Andockbucht nach die rechte angucken. Ich würde mal sagen, das ist doch auch noch ein Gebäude. Dieser Sektor macht mich einfach nur curry, ganz ehrlich. Wenn selbst die Sensoren nicht funktionieren. Ist das Ganze ein bisschen arg unschön. Bisschen sehr arg sogar. Drehen wir doch nochmal. Und ich glaube, nee, so dürfte es nicht mehr sehen. Ich wollte gerade sagen, tun die Wellen gerade meine Schilde so ein bisschen anknabbern? Das wäre bedenklich.
Sag ich ganz ehrlich, das wäre wirklich bedenklich. Heieieiei. Oder ist... Nee, das ist auf der Sonne selber. Okay. Sturmfeldstreicher. Ihr liebt es doch, wenn man Krieg gegen das Syndikat führt, oder? Ich sag nicht nein dazu. Schrottverarbeitungsfabrik. Andockerlaubnis erteilt. Okay, dann Sensorbooster aktivieren. Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir sind, aber soll's. Halt, nee, das brauchen wir, dich brauchen wir. Sensor, jetzt, da sind wir zu Hause. Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatte ich doch den Knopf dafür versteckt, für das Ganze. Ab nach oben. Erfolgreich angedockt. Okay, und aufstehen. Dankeschön. Willkommen. Hallo. Sortle, schauen wir doch mal. Verhandlungen, Vertriebsbüro. Hey, die Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Bitte kommen Sie, ich möchte mich sehr gerne für... Hallo, es ist mein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Herr Dagobas Lahubasis Jorellus III. Kommen wir gleich zur Sache. Wie viel, sagen Sie, wollen Sie für diese Rumpfteile bezahlen? Ich weiß, der Preis ist niedrig, aber hören Sie mich an. Sie schwimmen praktisch in diesen Waren. Sie belegen Lagerraum und behindern Ihre Produktion. Eifrige Käufer wie wir tun Ihnen einen Gefallen. Ich weiß nicht, woher Sie diese Idee haben, aber wir müssen dieses Angebot ablehnen. Das ist nicht profitabel für unsere Station. Achszucken, machen mal hochzeigen, keine Ahnung. Ich glaube, wir können ins Geschäft kommen. Sicher, aber der Preis muss höher sein. Ja, ich verstehe. Allerdings muss es unter den Preisen der Planetengemeinschaft bleiben. Ja, wir können ziemlich tief gehen. Daumen hoch, yep. Brillant, dann sind wir im Geschäft. Großartig. Ich werde alles arrangieren und Sie können Ihre Handelsschiffe bereit machen. Es ist schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen, Herr Dagobas Lahubasis Jorellus III. Okay, mal gucken, ob er jetzt glücklich drüber ist oder nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal. Nummer 12 sogar schon. Wow, nice. Das lief wirklich gut. Ich glaube nicht, dass wir einen niedrigeren Preis hätten erzielen können. Und wir unterbieten die Planetengemeinschaft. Wir waren großartig als Team. Jetzt ist es an der Zeit, Gewinne zu machen. Kaufen Sie auf dieser Station Waren und finden Sie auf dem Marktplatz profitable Handelsgelegenheiten. Schiffswerften und Raumdocks sollten profitable Käufer sein. Jetzt suchen Sie die Höchstbietenden und machen Sie ein Vermögen. Ja, fast, hi. Sie müssen einer der Handelsschiffspiloten von Herrn Dagobas Lahubasis Jorellus III sein. Wir freuen uns darauf, diesen Handel in Gang zu bringen. Sie sollten Zugang zu einem speziellen Handelsangebot in unserer Station haben. Füllen Sie einfach den Frachtraum und machen Sie sich ans Verkaufen. Ich wünsche Ihnen guten Profit. Vielen Dank, aber ich habe eigentlich keinen Platz für die ganze Aktion. Ich will etwas komplett anderes. Leutchen, echt schlimm hier. Echt schlimm an der Stelle, okay. Hinterbereich erstmal. Bevor wir uns direkt in unser Schiff reinfrachten. Händlerbereich, Sorle. Sicherheitsschlüsselknacker, Sicherheitssysteme. Ja, egal. Guten Tag, mein Gutster. Kann ich helfen? Zeig mir dein Angebot an. Interface-Einheiten haben wir schon 117 Stück davon. Da können wir ruhig mal ein bisschen was abgeben davon. So viel brauchen wir nicht. Nadeln, Feldmatrixen, raumfähigen Eier, das behalten wir alles. Bombenwerfer, nehmen wir mit, das passt soweit. Den Rest haben wir auch. Schiffssteuerung brauchen wir noch einmal. Das können wir verkaufen. Passt, wunderbar. Viel Glück da draußen. Und auf Wiedersehen. 400 Einheiten Shotgun, natürlich, als ob ich so viel frei hätte. Technik-Sicherheitsbüro, nein, wir sagen direkt die Brücke. Yep. Lass mich mal kurz hin. Im Handel betreiben. Die Hüllenteile, yep, aber ich habe noch Silikonscheiben.
die kann ich natürlich jetzt hier nicht verballern. Wenn man sie nicht verkaufen kann. 400, das ist ein bisschen echt unschön. Wir docken ab, was soll's? Wir docken ab. Okay, dann gucken wir doch mal. Noch einmal Scan muss aktivieren. Okay, es war jetzt ein bisschen falsch. Nein, der Scanner funktioniert hier einfach nicht. Okay, handeln. Langsam bitte Schrott. Silikonscheiben. Davon kann man nichts kaufen oder verkaufen. Sonnenkraftwerke. Beschützer Schrottfabrik. Puh, die stellen sowas selber her. Na ja, gut, komm, was soll es dann? 400 Einheiten, das kann man doch bestimmt dann sagen. Hey, schmeiß die Scheiben raus. Ist ihm jetzt sowas von egal momentan. Jo. Ausrüstung. Gestellten Sachen, das ist auch nicht. Crew. Haben wir einen weggetan, extra mit der mit rein kann. Alles auswerfen, das passt schon. Undock-Erlaubnis erteilt. Okay. Du musst das Ganze nochmal ausprobieren. 400 Hüllenteile kaufen. So, handeln. 400 Hüllenteile. Zack, wunderbar. So viel Platz habe ich gar nicht. Okay. Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ich würde sagen, mehr kann ich nicht kaufen. Tut mir leid. Da müssen wir davon noch woanders hin. Und ich glaube, da hinten doch bestimmt sowas gesehen zu haben. Dich zum Beispiel. Manticore. Du musst doch eine Werft sein. Unbekannte Station. Aber sowas von. Kannst du mir sagen, was du willst? Du bist eine, sag das mir, eine Schiffswerft. Und wenn du das bist, was ich suche, dann werden wir schnell einen Prozess mit dem Ganzen machen. Was dringend benötigt ist, denn so langsam kann ich was zu Abendessen vertragen. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht dafür ausgelegt, hier Großhandel zu treiben. Da müsste man quasi mit dem Handelsschiff und vielleicht mit dem Tian 1 kommen oder sowas. Dass man sagen, man hat das Handelsschiff und dann noch ein Verteidigungsschiff da. Wäre beides relativ gut an der Stelle. Außerhalb von Andock-Reichweite. Nicht lange. Andock-Erlaubnis erteilt. Okay, und wo? Ah, okay, ich sehe bereits, Halt, ich sehe nicht. Jetzt sehe ich, okay. So, einmal hier, einmal da. Und der Knopf war's. Nein, der Knopf war's. Jetzt Sinsa. Sinsa muss es sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ne, komm, und einmal hin. Danke dafür. Erfolgreich angedockt. Gucken wir doch mal. Einmal handeln und kann ich die verkaufen hier? Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ich kann sie mal verkaufen. Was soll denn der Schwachsinn? Angedocktes Schiff. Oh, uns geht's gut. Es passt soweit. Schiff kaufen. Schauen wir doch mal. Ein L-Klasse-Schiff. Ein Teuta-Verdichtungsschiff. Da ist es. Das Ding benötigen wir. Ohne das geht's nicht weiter. Okay. Ich hätte gerne eine leichte Ausrüstung. 5 Millionen. Okay. Eine schwere Ausrüstung sind 13 Millionen. Hätte aber alles dran. Argonische Schiffswehr. Ja. Es ist Argon-Technologie. Das ist natürlich ein bisschen arg unschön, muss man sagen. Aber. Ja, was willst du machen? Mittelwehr 7. Aber ich möchte, wenn, dann alles haben. Crewmitglieder, Marines sind jede Menge drauf. Service-Technik sind überall drauf. Das passt auch dann soweit. 3 Millionen. Entschuldigung. Okay, warte mal.
Können wir irgendwas verkaufen? Es fehlt ja nicht viel für die ganze Aktion. Was haben wir noch im Besitz? Was haben wir denn? Wir sind sehr viele Menge Baldrix. Wir haben das, das. So Cian hätten wir. Wo bist du? Sigarius. Wo ist denn Sigarius? Da unten bist du. Okay. Was ist, wenn ich sagen würde, du hier, mein Gutster? Wir brauchen dich nicht mehr. Für wie viel könnten wir dich denn verkaufen? Ah, der Schwangesang ist ja. Nee, der Schwangesang soll da bleiben. Das passt schon soweit. Dich hier verkaufen für fast 5 Millionen. Läuft. Das machen wir doch. Schiff kaufen. Es gibt sonst noch XL-Typen. Ein Konstruktionsschiff. Nein, das brauchen wir nicht da. Der Verdichter. Einmal schwer. Dann hier noch ein weiteres Serviceman-Schiff hinzumachen. Und wer könnte ihn uns kaufen mit maximaler Ausrüstung? Ich bin stolz drauf. Bauturm, 5 Reparaturdrohnen. Machen wir doch ein bisschen mehr so. Ein paar Frachtdrohnen können wir auch noch machen. Mhm. Ja, doch, so machen wir es einfach. Einfach hinzufügen. 7 Minuten, bis es gemacht ist. Warte mal. Abdocken. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. So. Bitte einmal still stehen bleiben. Wunderbar, das passt. Und dann sagen wir 7 Minuten. Sensor wird aktiviert. Wunderbar, wir kommen einmal kurz zurück. Und sollten dann unsere Anzeige bekommen, wie lange wir noch brauchen. Yep, da ist's. Unser eigenes Schifflein. Oh, endlich. Damit wird die Kohle fließen, aber sowas von. Ich sag, jetzt müssen wir nur noch unsere Energiezellenproduktion nach oben schmeißen und sie zum Recycler bringen. Aber das schon, wird funktionieren. Bin mir ganz sicher. Das wird bombastisch werden. Und das Schlachtschiff Erlkönig, das möchte ich natürlich auch noch haben. Aber dafür bräuchte man noch ein Unterstützungsschiff. Das quasi die Marines dabei hat. Es geht so natürlich nicht mit einem normalen Schlachtschiffchen. Da können wir sogar noch mit dem anderen kommen, wenn wir zu zweit unterwegs wären. Das wäre noch was, aber das ist dann eine, also eine etwas größere organisatorische Aufgabe, sagen wir mal so. 50 Sekunden, okay. Der König ist gleich fertig. So, Sinsa ist deaktiviert. Gucken wir doch mal. Erlkönig. Du stehst zur Verfügung, alles klar. Bitte einmal hierhin teleportieren. Während wir ihm dann sagen, du tust bitte alles löschen, das passt soweit. Hallo, hallo. Nicht Allkönig, so ein Spaß natürlich. Hallo, Teuta. Du bist zwar nicht das schönste Schiff, aber du bist ein terranisches Schiff. Okay, argonisch muss man ja sagen, aber ja. Büro des Managers. Moment, das Ding hat Schiffshändler. Bitte, was? Willst du mich vergackeiern? Hallo. Ich kann hier Schiffe kaufen. In diesem Schiff kann man Schiffe kaufen. Ja, automatisch speichern. Geh weg, komm schon. Ich kann im Schiff Schiffe kaufen. Moment. Nein, kann ich nicht. Ich bin der Schiffswerft. Oh, ich wollte gerade sagen, ich mache mich gerade selber hier zum Lackaffen. Teuta, bitte Brücke. Was anderes gibt es hier, glaube ich, nicht. So wie es ausschaut. Das Ding ist einfach nur riesig. Crewquartier und Zellentrag und Dockingbereich. Den Dockingbereich können wir uns angucken. Wenn wir schon mal hier intern drin sind. Ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Jede Menge Schiff. Halt, was machst du? Was machst du? Brücke, hallo? Kollege, ich habe dir noch keine Aufgabe gegeben. Das ist Info, ich habe dir keine Aufgabe gegeben. Du fliegst jetzt einfach mal dorthin. Okay. Captain? Kann ich helfen?
Erstmal das Seminar hier durchführen bei dir. Auf Wiedersehen. Wunderbar, passt doch soweit. Finde ich etwas komisch, dass der Rest der Crew nicht da ist. Sorry. Aber was soll's? Wir haben eine Megaschiffe mit allem, was wir brauchen, um quasi... Oh mein Gott, ja. Um quasi was zu reißen. Endlich, endlich. Jetzt gerade mal gucken, wenn ich das nochmal genauer angucke. Maximal Loadout. Wir haben die Reiseantriebe, wir haben die Schilde dann drin. Die haben wir auch. Schildgeneratoren. Pulslaser. Ja, was soll es? Pulslaser sind auch gut. Schrottmark 1 Laser. Ja, eher weniger. Aber dafür haben wir ja jede Menge Baudrohnen. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Gehe ich jetzt mal davon aus, oder? Enzyklopädie. Schrottgeschütze. Schluflaser. Was wäre denn quasi leichtes Loadout gewesen? Das hier. Mittleres das hier. Schweres das hier. Also egal was man sagen, werden die sowieso nicht bekommen. Erfordert Militärlizenz. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt dir sagen, würden hier bitte einmal alles löschen. Du bist immer noch im Abdorf-Vorgang, okay. Kannst du was machen hier? Waren verteilen, Wiederholungsbefehl, andocken, patrouillieren, automatisches Bergbau, Bauaufträge, Fernversorgung, Waren verteilen, Wiederholungsbefehl. Okay. Was ist denn, wenn ich sage? Ich kann selber mal gucken. Du hier gehst nach dorthin. Du kannst so rum nichts machen. Okay, also es ist im Bereich des Möglichen. Alles einsammeln. Dich. Okay. Dass das Ding noch gar nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Eventuell zumindest, eventuell. Eine STO-Bergungsmannschaft, also die sind auch da. Gerade nochmal gucken, was haben denn die, was ich nicht habe? Ausrüstung. Auch zwei Isotürme. Theoretisch müsste es klappen. Hallo, Besatzungsmitglied. Ach, bist auch mal aufgetaucht. Ja, herrlich. Das ist doch herrlich, Sodle. Dann porten wir jetzt aber erstmal zu mir rüber. Dass wir dann sagen, hey, du hier. Ich möchte bitte dorthin teleportieren. Das passt soweit. Dankeschön. Und dann sagen wir zu dir, du sollst bitte... Militärisch einsetzen brauchst du auch nichts. Deine Befehlskette ist das, was mich jetzt am meisten stört. Automatische Bergung, jetzt da. Das da haben wir doch, das wollten wir doch in Getsunafune. Ich glaube, dann macht das. EF zum Fune. Maximalreichweite der Sektor bestätigen. Das heißt, damit müsstest du jetzt auf dem Weg sein, quasi. Alter, das Hauptquartier angebracht. Wir haben auch ein bisschen was gemacht. Es soll sich drehen. Yep, es dampft ab. Okay. Alles gut, es dampft ab. Und wird hoffentlich dann quasi die mit den Bergungen anfangen und wir können es dann im vielleicht Laufe der nächsten Folge schon anschauen, denn ich möchte wirklich nochmal gerne, ja, wobei der, okay, können wir nicht probieren. Den können wir nicht probieren und hier weitermachen. Wir könnten nochmal, ja, komm, was ist das hier? Schiff andocken und warten, das machen wir jetzt einfach noch. Das heißt, wir kaufen ein bisschen was, wir schmeißen es dann weg. Und dann gucken wir weiter, ob es was gebracht hat. Aber das bei der nächsten Folge. Oh Gott, ist hell. Hallo. Guten Tag aber auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüssele. Und hoffentlich wird dann auch unser Schrottimperium
wesentlich größer werden.